diese gelben Monster, im Grunde genommen die gezeichneten Kasis, sind dann auch auf Wäldern nicht mehr zu sehen. Christian Postra, Jens Böttcher, Rolf Jäger und Sascha Meyer. Sehr gut angewählt, aber vielleicht erholt er sich die noch. Und hören Sie das Pfeifen des originalen Turboladers. Der Andreas fährt eine originalen K700A, so wie er aus dem Werk gekommen ist, mit originalen Turbolader. Fahren dann die 1,6 Tonnen Klasse Eigenbauten und gehen danach in die Mittagspause. Harald Lehmann auf Fendt. Oliver mit 27,41 und der Fendt führt sich hier mit Luchboden bei 63,50. Sie hören, dass jetzt der Ladedruck aufgebaut wird für den K700. Und da hat Jonas noch einen sehr hohen Gang vorgewählt. Fast das Ergebnis von Jonas erreichen, mit 71,10. Dieter, wer ist in der 1,6er der erste Starter? David Schilbach. David, bitte an den Start. Ja, er steht zumindest hier bei mir als Erster auf der Liste. Ja, er kommt gerade angefahren. Ja, will nicht der Erste sein, aber... Geht Andreas Thiele über 71 Meter. Ein kleiner Aufregungsfehler, das Allrad war nicht eingeschaltet.